Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Falls du das siehst, Roy, ich sag's gleich vorneweg, ich bin da nicht sauer wegen dieser Aktion. Und das, was ich jetzt erzählen werde, es tut mir leid, dass ich dich wahrscheinlich damit jetzt bloßstelle. Falls du damit ein Problem hast, schau dir bitte nicht dieses Video weiter an. Und falls dir das egal ist, weil es halt gewesen ist, wie es gewesen ist, und du dazu stehst, dann geht's jetzt los. Also, ich hatte ja, wie schon ein paar Mal erzählt, aber zeitlang auch Heroin verkauft und Kokain verkauft. Und es muss so auch in dem Zeitraum zwischen 1990 und 1993 gewesen sein, weil ich da ja kurzzeitig das eben gemacht habe am Anfang, bevor mir das bewusst worden ist, was das mit den Menschen macht. Als mir bewusst war und geworden ist, wie das Menschen verändert, habe ich aufgehört, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte, auch mit den Leuten nicht mehr. Dann habe ich lieber Hasch verkauft, um mir meins zu finanzieren. Ja. Weil das geht, wenn man es in größerem Stil macht. Dann hat man genug Geld, dass man sich immer was holen kann. Dachte ich, stimmt natürlich nicht, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir das so gedacht. Jetzt war das ja so, ich habe heute noch ein bisschen was gehabt und habe das verkauft, war so ziemlich am Anfang. Und meins war halt immer gut, besser als das, was die anderen verkaufen, weil die es halt immer extrem aufgestreckt haben. Und da ich extrem gute Connection gehabt habe, war ich halt, da weiß ich nicht, der dritte vielleicht in der Linie oder der vierte in der Linie, der was reinmacht. Und bei den anderen war es halt schon der zehnte oder so. Und ich habe schon mal gesagt, jeder, der drauf ist und was verkauft, streckt das Zeug auf, weil er nicht, sonst nicht genug für sich selbst hat. Und jetzt war das so, da kam der Roy und bettelte, dass ich ihm am Abend was verkaufe. Mein Vater war gerade im Krankenhaus, meine Mutter war im Nebenzimmer und das war in der Küche in München-Schwabing bei meiner Mutter. Und dann war da Franzi, war da, Franziska, mit der ich damals zusammen war. Ich und der Roy und noch einer. Die haben was verkauft und dann, er nickt dauernd weg halt immer. Ich zum Alter, ich hab das schon mal gesagt, hey, hau da bei mir nicht so viel rein, dass du wegnickst. Ich mag das nicht. Ich kann das nicht abhaben, wenn mal Leute hier abkacken. Weil wenn du nachher da rausgehst und meine Nachbarn sehen dich da rausgehen und du kackst da dauernd ab, hey, das ist verdächtig, das wirft auf mich ein Licht her und dann kannst du hier nicht mehr einreiten und bei mir was kaufen. Das musst du ganz klar sein, dann treffen wir uns irgendwo. Aber nicht mehr hier. Dann sagt er, ja, kein Problem und ihr geht jetzt. Und dann geht er und ich höre, dass er die Tür zumacht, Licht ausmacht im Flur und das war so eine Milchglasscheibe. Aber ich höre halt die Eingangstür nicht. Und ich warte ein bisschen und die anderen reden schon wieder und quatschen. Und dann stehe ich auf, mache die Tür auf. Dann steht er draußen an der Einkaufstasche von meiner Mutter und hat die Hand da drin und will ja gerade den Geldbeutel rausklauen. Ja. Und als ich ihn so anschaue, sagt er schnell, auf Wiedersehen, Frau Schmidt war. Und meine Mutter, ja, Wiedersehen. Und dann geht er raus. Und ich sage, ja, bin aber mitgegangen dann bis zur Tür und habe gesagt, Alter, brauchst nicht mehr kommen, weißt schon, oder? Und das war dann, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Roy, du weißt, wir haben wieder auf Facebook Kontakt, nochmal, ich bin dann nicht böse wegen der Aktion, weil ich weiß, woher das kommt. Ich verstehe es. Von daher bin ich dann nicht sauer. Ja. Meine Mutter hat noch gemeint, du bist ein voll freundlicher Kerl. Wenn die gewusst hätte, dass du ihr gerade das Geld klauen wolltest, die paar Euro Rente, was sie gehabt hat, weißt schon, das. Naja, aber ich weiß, wie die Schmerzen sind, ich weiß, wie die Droge ist, ich weiß, wie krass das ist und deswegen verurteile ich da niemanden. Ja. Ich verurteile eher die Christsoziale Union, oder die Christdemokratische Union, also CDU, CSU, wenn sie sich wieder querstellen, wenn irgendwelche Fachmenschen, Fachleute sagen, hey, wir brauchen ganz dringend Naloxon, was wir den Süchtigen geben können. Naloxon ist ein Antagonist, ist ein Gegenmittel zu Heroin. Hat eine Überdosis, spupst du ihm das Naloxon in die Nase rein, und dann kommt er wieder, wenn es nicht zu krass ist. Aber zumindest unterstützt es, dass jemand wieder aufwacht, dass er überleben kann. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht,
als der als geistig Behinderter wieder aufwacht, aus dem Koma oder sowas, oder weil sie nicht tot ist, weil halt nichts mehr hilft. Und so eine Sachen, das werfe ich denen schon vor. Das ist ekelhaft, dass sie sich dauernd querstellen. Ja? Bei den Alkoholikern stellen sie sich nicht quer. Woran liegt denn das? Sind das etwa anders Abhängige oder anders Süchtige? Das ist immer das Identische. Es ist immer gleich. Die Abhängigkeit und die Sucht, die einen erwischen kann von irgendwelchen Substanzen, ist überall identisch. Das Gefühl, was man da hat, den Hunger mehr zu nehmen und den Kontrollverlust, dass man halt nimmt, ohne dass man überhaupt drüber nachdenkt, das ist bei jeder Substanz. Ja? Bei jeder, früher oder später, kommt dieser Punkt. Und bei Alkoholikern mit dem Finger drauf zu zeigen, wenn sie auf der Straße liegen, weil sie richtig gescheitert sind, da ist der Alkohol doch bloß eine Krücke. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass die auf der Straße liegen, weil sie saufen. Es gibt genug Alkoholiker, sogar bis zur Regierung rauf oder bei den Reichen. Verstehst du es? Das ist die Ungleichbehandlung von wegen Einigkeit und Recht und Freiheit und Brüderlichkeit. Merke nicht so viel davon. Ich merke einen riesigen Unterschied, wenn es um Cannabis geht oder wenn es um Alkohol geht. Sogar bei unserer Bundesdrogenbeauftragten siehst du das. Bei der derzeitigen, bei den Vorgängern auch. Jedes Mal, wenn das Thema Alkohol war, glänzen die Augen und ja, toll und Jubel, Jubel. Aber wir haben auch ein bisschen Probleme damit und beim Cannabis sofort finstere Miene. Nee, überhaupt gar nicht, sind wir gar nicht ein. Weißt du, was ich meine? Das geht halt nicht, diese Zweischneidigkeit, dieses Auseinanderdividieren die ganze Zeit. Das ist nicht euer Recht, liebe CDU, CSU. Das steht euch nicht zu, über andere Menschen zu urteilen, was die konsumieren oder was die nicht konsumieren. Das ist nicht euer Ressort. Verstehst du das? Und auch nicht von irgendjemandem, der sich Professor Thomasius. Ich frage mal, ich kann verstehen, dass man Sachen, wenn man es gelernt hat, dass man das dann auch glaubt und dann vielleicht in der Praxis auch ein paar so Beweise sieht, wo man sagt, ja, ganz felsenfest, das ist so. Die Bücher, die die Menschen gehabt haben früher, aus denen die das gelernt haben, die veralteten Sachen da, das stimmen halt nicht. Verstehst du? Ich habe das Falsches gelernt. Es ist wie die Leute, die früher gelernt haben, die Erde ist eine flache Scheibe. Ja klar, alle haben sich gewehrt dagegen, dass die Fla Nein, die ist nicht, doch, die ist und bla bla bla, weißt schon, ey Leute, kommt's doch einmal klar. Weißt du, was ich meine? Vielleicht habt ihr die flache Erde gelernt. Und die Leute wie wir, die immer sagen, hey, Cannabis ist nicht so wild, wie immer das darstellt, wir sind die mit der Kugel. Die Erde ist eine Kugel. Könnte so sein, oder? Also. In meinen Augen ist die Prohibition das Einzige, was den Menschen immer schadet. Gleich danach kommt es dann, wenn sie abhängig werden von irgendeiner Substanz, weil jede schadet. Nikotin schadet, Alkohol schadet, Cannabis ist mit Sicherheit auch schädlich, wenn man es zu krass übertreibt. Bin immer ganz sicher sogar, vor allem wenn man die falschen Sorten raucht, die einen so ins Sofa pressen, dass man überhaupt keine Lust mehr hat, irgendwas zu machen. Ja. Also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass da auch eine Angst ist, wenn man sagt, okay, wir lassen das jetzt zu. Aber ich glaube, nach einem großen Hype am Anfang wird sich das sofort so einpendeln, dass nicht mehr Leute konsumieren wie vorher. Ja. Die Strafen werden wegfallen, in die Gefängnisse wird es ein bisschen leerer werden. Und plötzlich ist es dann nur noch ein Wirtschafts. Problem, Wirtschaftsrecht. Weißt du, wenn du irgendwo schwarz was anbaust, dann hast du da Probleme. Dann muss man halt da Regeln dafür finden. Das ist mir schon klar. Aber mir schwebt halt das schon auch vor, dass Leute selber anbauen dürfen, eine begrenzte Anzahl an Pflanzen für den Eigenbedarf. Ein Punkt aus. Vielleicht noch eine Wattzahlbegrenzung oder so oder Zeltbegrenzung, aber mehr auch nicht. Ja. Und dann kann man ja nochmal noch die Firmen lassen, die dann staatlich geprüft anbauen und dann das auch auf dem, die von denen auch das Saatgut dann am Ende kommen kann, von mir aus. Ne? Man kann sich ja darauf einigen, ja. Auf Höchstgrenzen. Das ist da, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, da hat auch keiner von den Cannabiskonsumenten ein Problem, wenn jetzt die Regierung sagen würde, hey, wir legalisieren
Ihr dürft selber anbauen und wir lassen anbauen, aber die Höchstgrenze für den Spaßkonsum sind 18% THC. So, und 2-3% CBD. Ich glaube, da hätte keiner von uns ein großartiges Problem. Selbst die, die jetzt so 32% THC-Konsum haben, selbst die hätten damit kein Problem, weil man kann sich darauf eingewöhnen wieder. Dann rauchst du da mal wochenlang nicht und dann rauchst du das und dann bist du schon Bade, passt schon. Da hat da keiner ein Problem drauf. Niemand braucht dieses hochgezüchtete Zeug. Es geht um den Geschmack und um, dass es angenehme Wirkung hat. Und vor 32 Jahren habe ich es Hasch geraucht und es war angenehme Wirkung. Und wenn ich heute Gras rauche, ist es ähnlich. Es ist halt ein bisschen anders, weil es ein frisches THC ist und es ist halt einfach anders. Aber mehr auch nicht. Ja. So ein schwarzer Afghane oder schwarzer Libanese oder ein roter Libanese oder was gibt es noch alles? Ja? Die ganzen marokkanischen Sachen und auch das, was aus der Türkei kommt, ja, oder kam, das war schon nicht verkehrt, das war schon richtig gut. Ja? Also, wenn es daran liegt, peace out.